Wieder allein erreichen sie das Kupferwerk. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider auf dem Konfig-Kanal Part 16. Das Startmenü hatten wir gerade verraten. Wir sind bei 21% des Spiels. Also 21% alles insgesamt mit Collectibles. Jetzt nicht von der Story, vom Spiel. Keine Ahnung, storymäßig. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Vielleicht sind wir ja, Hälfte, ein bisschen zeitig, glaube ich. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Okay. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Upsa. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Ich glaube aber auch, dass der Jacob ein netter Kerl ist. Ich bin da ganz bei Lara. Ich vertraue ihm auch mal. So, wir haben mal wieder einen Skillpunkt hier. Komm, wir nehmen jetzt mal hier den Handwerksmeister, dass wir größere, dass wir mehr Munition mitschleppen können. Wir haben im Inventar ein Upgrade bei der Ausrüstung. Was können wir denn hier noch so upgraden? Ein größerer Köcher, ein größerer Pistolen-Munitionsbeutel. Das ist das, was wir jetzt hatten. Ne? Die Taschen können wir allgemein auch größer machen. Und da brauchen wir ganz schön viele Fälle zu. Meine Güte. Hier brauchen wir zum Beispiel so ein exotisches Fell dazu. Und diese kleinen Federn. Es kostet alles ganz schön viele Fälle hier. Ich glaube, wir müssen mal irgendwie auf die Jagd gehen oder sowas. Aber gut. Hier tun wir uns den Köcher machen. Pistolenmagazin. Geht jetzt nicht mehr. Wir haben hier auch schon jetzt dieses exotische Fell gebraucht. Aber egal. Köcher benutze ich ja sowieso noch ein bisschen, also Pfeile lieber wie die Pistole. Und was haben wir denn noch bei den Waffen zum Upgraden? Gewehr oder Pistole? Ich denke mal, wir gehen ins Gewehr. Das könnten wir jetzt eigentlich des Öfteren mal benutzen. Ja, nehmen wir die Nachladekapazität, dass wir da ein bisschen schneller sind. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. So. Sind wir hier soweit fertig? Okay. Ich markiere mir dann jetzt nochmal fix das Grab, was wir uns jetzt... Ich komme auf die falsche Taste. Ich bin aber noch Mad Max gewöhnt. Ja, ich markiere mir jetzt mal das Grab, was wir uns jetzt anschauen wollen. Das müsste da hinten irgendwo sein, genau. Optionale Missionen in der Nähe verfügbar. Bei dir? Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Okay. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können okay. Sie uns helfen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Sichern Sie die Tierhöhle. Jacob hatte recht mit Ihnen. Aber dennoch, da hinten möchte ich zuerst mal das Grab machen. Ich hab's angekündigt im letzten Part. Und dann mache ich das Grab dann jetzt auch. So, in die Richtung da ist es. Mittlerweile können wir auch bestimmt wieder Holz sammeln. Genau, haben wir jetzt ein bisschen aufgebraucht, als wir uns die ganzen Pfeile etc. hergestellt haben. So. Na komm, renn, Lara. Ich kann mich immer wieder über diesen Stick aufregen. Aber okay. So, hier hinten war da, glaube ich, doch der Eingang, ne? Wenn ich mich recht ins... Wow! Oh, schreck mich doch nicht so, du scheiß Reh. Meine Güte, ey. Oh. Ja, ist klar. Ist klar. Yo. Chill. Du Jaguar... Denk du. Was ist denn bei euch los hier überall? Hockt einfach mal ein Jaguar darum. Zwei exotische Fälle, cool. Können wir jetzt theoretisch wieder zum Lagerfeuer gehen und was Neues bauen. Meine Güte, jetzt vertraue ich ja gar keinem mehr, ey. Da ist so ein Kackreh und dann liegt hier noch ein fucking Jaguar einfach so in der Gegend rum. Meine Güte. Ist hier noch irgendeiner? Sind hier auch ein paar Wölfe oder so? Nee, das sieht safe aus. Nun gut, dann öffnen wir mal den Weg in unser drittes von fünf Gräbern. Gut ausgetreten. Und schauen wir mal, was es da Feines für uns zu finden gibt. Falls wir es schaffen, das Rätsel zu lösen.
Hat ja beim letzten Mal ein bisschen länger gedauert, aber im Endeffekt haben wir es dann doch noch geschafft. Beim ersten Grab war es im Grunde nur ein Sprungrätsel. Und ein bekanntes Gebiet, ein optionales Herausforderungsgrab. Oh ja. Sieht wieder nach einer schneeigen, eisigen Gegend aus. So ähnlich wie beim Eisschiff damals. So. Die gefrorene Klamm. Ich habe ja irgendwann bei dem Eisschiff schon mal erwähnt, dass das da so ein bisschen klammmäßig aussieht. Und jetzt sind wir wieder hier. So, Inventar upgraden. Jetzt können wir nochmal in unser Ausrüstungsbeutel gehen. Oh, wir können sogar Gewehrmunitionsbeutel bauen, uns einen größeren. Und Gewehr ist sowieso, ich denke mal, unsere Hauptwaffe mit dem Bogen dann jetzt. Wenn es Stealthy geht, dann der Bogen. Im Geschütz, im freien freien Gefecht hier das Gewehr, von daher tun wir mal unseren Gewehrmunitionsbeutel ausbauen. So, Fähigkeitspunkt haben wir keinen. Und dann schauen wir uns mal an, was es hier denn in der Klamm so gibt. Okay, hier geht's tief runter. Mal aufpassen, dass wir hier nicht runtersegeln. So. Ah, sieht schon wieder so schön aus hier. Es ist eine schneige Gegend, aber kommen so ein paar die Sonnenstrahlen durch. Ah, ich mag Klamms auch allgemein ziemlich gern, aber ja, ach hier, okay, hier geht's hoch. Ja, vielleicht wieder ein Kletterrätsel, oder ist das quasi noch der Eingang zum Grab, sage ich jetzt mal, weil das hier ist ja jetzt nicht unbedingt grabmäßig, das ist ja hier noch alles Freiluft. Vielleicht ein bisschen höher hier in den Bergen, höher in der Klamm. Dass wir da dann erstmal den direkten Eingang zu dem Grab finden. Shit. Ach herrje. Langsam. So, wir müssen ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Das darf jetzt nicht einbrechen da. Das wäre nicht so cool. So, halte ich bloß fest, mir gleich. Jetzt soll ich die Stimme Gottes. Oh, sieht fein aus. Steht ja so ein mega Schuss hier, bloß mit solchen zwei Kletteräxten mich hier entlang zu hangeln. Ey, meine Güter. Ja, nix für mich. Oh, festhalten. Und bei solchen Sprüngen hat man ja schon immer diskutiert, egal ob Tomb Raider oder Uncharted, inwiefern die realistisch sind. Oh, halt, halt dich doch fest, Mädel. Warum haltest du dich, wieso wolltest du dich auch nicht festhalten? Meine Güte, das ist kein guter Part für mein Herz hier. Da werde ich gleich wieder 3 Jahre älter in dem Part. Oh, ich hätte springen sollen. Ich habe mich jetzt schon so konzentriert mit der Kletteraxt, mich festzuhalten, dass ich jetzt ganz vergessen habe, dass man da auch vielleicht rüberspringen müsste. Dann eben nochmal. So, okay, jetzt wissen wir das hier. Jetzt springen wir auch und halten uns hier schön fest. Sogar noch ein bisschen... Oh, rüberspringen, Mädel, rüberspringen, nicht hochspringen. So, fein, geht doch. Ist ja der Weg zum Grab vielleicht schon aufregender wie das Grab an sich. Mal gucken. So, hier brauchen wir wohl wieder zurück, zumindest zum Zurückkommen. Unseren Seilpfeil. Das ist ja jetzt eingebrochen. Ja, da kommen wir wieder damit zurück. Da geht's auch zurück. Und hier liegt auch noch was. Das ist bestimmt noch wieder eine Reliquie, oder? Sieht ja aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Diese Schaldinger, die Priester immer umhaben, okay. Warum immer die hier in so einer Kiste an einem Abgrund liegt. Aber okay. Was höre ich da? Ja, was höre ich da? Vielleicht die Stimme Gottes? Da hinten blickt auch was. Ich meine, das Grab wird dann, schätze ich mal, nicht umsonst Stimme Gottes heißen. Okay, und die Axt wurde erstmal nicht dargestellt. Definitiv etwas hinter dieser Tür. Da kommt schon wieder so Luft rein. Ist das vielleicht wie beim letzten Tomb Raider Teil so ein Lufträtsel? So, wo man mit dem Wind arbeiten muss? Ich meine, das hatten wir zwar schon mal, aber... So, Karte aktualisiert. Oh, hier ist ja noch einiges hier hinten drin, meine Güte. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Liegt auch noch ein Dokument hinten drin. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle.
Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Die Hymne über einen verstorbenen Speer, der den Propheten durch die Berge führte. So, ein bisschen Hintergrundinformationen hier zu dem Grab. Was ist denn hier los? Da schwingt irgendwas. Okay, das ist bestimmt wieder irgendwas Windmäßiges. Na, das sehe ich doch jetzt schon. So, gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier dran drehen. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Okay, das heißt, wir müssen das irgendwie enteisen. Ich muss durch diese Tür. Wir müssen das Gegengewicht da irgendwie enteisen. Okay, was passiert denn, wenn wir hier dran drehen? So, wenn wir das so drehen, machen wir zu und das so. Da drüben kommt hoch. Wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Okay. Bringt mir das jetzt irgendwas? Kann ich da jetzt... Wenn ich da dran ziehe, passiert dann was? Nee, das kriegen wir kaum gezogen. Hier kann man auch hochgehen und hochklettern. Oder? Da ist zumindest so eine Kante zum Festhalten. Nee, an der Tür kann man hier aus hochklettern. Okay. Hä? Warum lässt du jetzt los, Mädel? Habe ich aber nicht gedrückt. So, schauen wir uns das erstmal an. Ich denke mal, die Tür muss bestimmt noch erstmal zubleiben. Ich frage mich, so was passiert wäre, wenn man jetzt in die andere Richtung gedreht hätte. Hätte man die dann noch weiter aufmachen können, aber... Okay, da hängt das Gegengewicht fest. Wir können zumindest hier runterspringen. Hier war auch schon wieder was. Noch ein Dokument. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt... Ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Ein Pilger berichtet vom Besuch des Schreins. Es muss ein bedeutender Ort für sie gewesen sein. Ja, vielleicht auch irgendwie so eine Art Glaubensstätte oder so. So, hier könnten wir dran drehen. Aber da sehen wir ja. Müssen wir wieder das Ding hier festmachen. Vielleicht kann man dann damit das Eis zerschmettern, dass das Gegengewicht drüben frei ist. Schauen wir mal. So. Verdammt. Auf der Höhe bringt es gar nichts. Okay. Auf der Höhe bringt es gar nichts. Das heißt, wir müssen irgendwie das Ding wohl wieder runterlassen oder so. So, jetzt kommen wir zumindest wieder hier durch. Brauchen nicht wieder. Ich glaube, da wären wir sowieso nicht hochgekommen zum Klettern. So. Ne, das war das nicht. Ne, das war das für das da drüben. Ja. Mit was hatten wir denn? Hatten wir nicht mit irgendwas die Höhe von dem Gewicht da bestimmt? Das hier hatte ja bloß mit der Tür zu tun, ne? Und vielleicht müssen wir die jetzt. Ja, genau, mit der Tür war das. Ah, okay. Ja, das sieht besser aus. Okay, was tut sich da jetzt? Irgendwie hat sich das jetzt bewegt. So, jetzt machen wir das aber zumindest... Ah, fuck. Dagegen. Ziehen uns das dann nochmal ran. So, und lassen das jetzt mal hier los. Was ist das für eine Klinge? Sehr schön. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Sehr schön. Das läuft doch wie geschmiert hier. Ich denke, bei dem Rätsel stellen wir uns wieder ein bisschen besser an, als bei dem Wasserding da. Eine Wasserratte bin ich vermutlich aber auch nur in echt. In Videospielen ganz schlimm. Nach oben. Schnell durch. Ja, das sieht mir schon nach Ende aus hier. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Wow. Das
sieht so aus wie solche Orgelpfeifen, ne? So natürliche Orgelpfeifen. Die sind vermutlich jetzt nicht hundertprozentig natürlich entstanden. Wurde vielleicht damals von irgendwelchen Leuten ein bisschen nachgeholfen. Aber gut, ich meine, Lehrer hat ja gesagt, natürliche Formation. Und deswegen Stimme Gottes. Es sind so wie Orgelpfeifen, dass hier oben der Wind reinzieht und hier unten, sehen wir es ja, kommt die Luft dann wieder raus. Nice. Good job, Square Enix. Good job. Richtig cool. So, was haben wir denn hier für uns? Wie der Controller gerade abgeht. Meine Güte, du. So. Dauervibration vom Feinsten hier. Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zu Willenskraft. Okay. Innere Stärke. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau, wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert und 10.000 Credits. Diese Gesundheitssofortgeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Na, wenn das nicht mal nützlich ist. Grab abgeschlossen, die Stimme Gottes. Also das sehr nützliches Gadget, sage ich jetzt mal, was wir gefunden haben. Sehr hilfreich. Das einmal automatisch bei uns die Gesundheit erneuert wird pro Kampf, wenn es in den grauen Bereich fällt. So, irgendwo hat es mir doch hier noch überall Stuff angezeigt. Hier. Wenn ich jetzt mal hier hinten bin, dann möchte ich das Gebiet auch mal clear machen. So, und die beiden sind jetzt auf dem Weg nach draußen. Müssen wir noch mal ein bisschen die Augen offen halten, ob wir da was finden. Ah, hier ist noch ein Vogelnest, aber da braucht man nichts. So, jetzt wird uns diese eine Mutter wieder helfen, den wir mal da hätten kaufen können von den Coins. Dann mit dem können wir uns jetzt schnell hier rüberziehen. Aber nun gut, haben wir nicht. Können wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal mitnehmen. So, wo haben wir jetzt hier? Jetzt noch ein kleines Stück. Hier haben wir noch einen Behälter. So. Da war's. Da vorne muss noch irgendwo eine Reliquie sein. Reliquie, die nehmen wir dann auch noch mit. So. Müssen wir jetzt. Ne, da runter ist zu weit. Na, dahin. Ich seh's schon. So. Ja, da ist doch die Truhe. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Kennen wir. Aber es wurde verändert. Hält man hier unten dann an dem Haken fest oder hängt es dann auf und hier drin wird dann eben Weihrauch verbrannt. Kennt man, ja. Oh, Nest hilft uns immer noch nicht weiter. Wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ah, da oben. So. Ah, ein guter Seilpfeil. Gut, jetzt können wir wenigstens brauchen uns nicht ziehen, jetzt können wir runter sliden wieder den ganzen Weg zurück. Ist doch um einiges einfacher wieder hinweg. So, ja, lassen wir mal los. Und von hier sind wir dann gekommen. Festhalten, nicht noch kurz vor Schluss hier einen Absturz machen. Und da vorne müsste doch jetzt gleich unser Lager dann sein. Ne? Dann haben wir das doch hier wunderbar gelöst, das Rätsel. Genau. Lassen wir uns mal kurz nieder. Können aber nichts verändern. Okay. Ich würde sagen, aber dass es dann für diesen Part reicht mit der Stimme Gottes. Haben wir schon wieder ein neues Outfit an? Wir haben schon doch gar nicht mehr das Outfit an, was ich mal da angezogen habe, ne? Bei Waffen war das. Ne, wir haben das an. Ich möchte aber das wieder anziehen. Oder haben wir einen mit dem Effekt, der uns mittlerweile mehr weiterhilft? Die Tragekapazität. Das kurze kann man anziehen, wenn es wieder kälter wird. Aber ich weiß nicht, ob wir auch nochmal in kältere Gefilde gehen oder ob das Spiel hier bis auf das kurze Intermezzo in Syrien immer im Schnee spielt. Ah, hier haben wir auch noch eins. Ach ja, das mit dem griechischen Feuer. Müssen wir uns aber erst bauen. Das müssen wir uns auch erst bauen. Da haben wir die Kosten alle nicht. Nun gut, wie ich schon gesagt habe. Das war's dann für diesen Part. Nächsten Part geht's dann mit der Hauptstory weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann.